Dänemark startende aus St. Anton im Tirol. Philipp Subcic im ersten Durchgang ein bisschen unter den Erwartungen geblieben. Einerseits wegen einer super Saison, andererseits wegen vieler guter Ergebnisse, die er in Adelboden schon herausgefahren hat. Ja, es hat viele mit tiefen Nummern im ersten Lauf Mühe gehabt. Eigentlich alle außer der Marco, oder? Der eine. Genau. Einer. Der hat, kann man nicht groß von Mühe reden, was der uns gezeigt hat. Aber jetzt ist er da im zweiten. Philipp Subcic, der mag ja den Hang schon. Der ist ja der, der sich reinbeißt in das Ganze. Da auch kein Millimeter ruckt, auf dem Ski drauf bleibt. Muss sich jetzt aber da strecken, wenn er will vorne bleiben. Wow! Schafft er, ja, schafft um 1/12. Zweitbeste Laufzeit. Mugizier neu der drittschnellste im zweiten Lauf. Radames bleibt der schnellste im zweiten Durchgang. Subcic setzt sich an die Spitze. Er, der dreimal hintereinander auf Rang 2 sich klassierte auf dem Huenisbergli im Riesensalon 2020 und bei beiden Riesensalons 2021.